Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir spielen gemeinsam Age of Wonders Nummer 3. Und wie immer noch mit Hall, habe ich die letzten Folgen ein paar Mal erklärt. Neues Wohnung, hat Hall und kann ich im Moment noch nicht ändern, arbeite ich dran. So, Kurzversion. Und wir wollen diese Folge erstmal den Zug beenden, indem wir allen sagen, dass wir es wollen. Und uns dann in aller Ruhe hier mit dem Knochendrachen beschäftigen, der da so sein Unwesen treibt. Und gucken, warum er das da so macht und was er da so macht und überhaupt und sowieso und ma. So. Nee, ich brauche nur den. Der soll mir mal eben eine Straße ziehen nach hier oben. Achso, ach da. Halt. So. Der erste von denen ist fertig. Nee, da sind doch. Ich habe vorhin gesagt, ich habe doch mehrere in Auftrag gegeben. Aber nicht vier, sondern nur zwei. Ist der noch in Auftrag, der zweite? Wieder noch gebaut. Oh ja, die sind beide noch in Auftrag. Ist ja krass. Ich habe aber keine vier in Auftrag gegeben, das wüsste ich. Okay, ihr beiden könnt euch schon mal aufmachen. Irgendwo hier wird euer neuer Chef demnächst auftauchen. Zack, zack. Oh, wir werden angegriffen und zwar alle zusammen. Sehr schön. Ja, dann, wenn der Kampf zu uns kommt, dann müssen wir nicht zum Kampf kommen, ne? Klingt ein bisschen komisch, macht aber schon Sinn. Ja, wenn der Kampf zu uns kommt, müssen wir nicht zum Kampf kommen. Das wird spannend. Ich glaube, der Knochendrache ist kein zu unterschätzender Gegner. Ich weiß, die Aasgeier waren nicht so gefährlich. Die hatten wir schon mal irgendwann, am Anfang mal. Und ich denke mal, auch den Wyvern kann man handeln, aber ich glaube, der Drache, den darf man nicht unterschätzen. Außerdem habe ich einen ganz furchtbaren Mückenstich und der juckt wie Sau. Und ich versuche gerade, mich davon abzuhalten, ihn zu jucken, also mich an der Stelle zu kratzen, aber der juckt echt schlimm. Er ist voll der unfaire Fisi-Möppi-Mückenstich. Und der Witz ist eigentlich, bin ich gegen Mückenstiche immer relativ immun gewesen, zumindest da, wo ich eben zuletzt gewohnt habe, weil ich als Kind schon immer zerstochen wurde. Ich war immer ein großer Fan, also nicht ein großer Fan, die Mücken waren immer ein großer Fan von mir, so rum ist es richtig. Genauso wie ihr als meine Zuschauer jetzt meine neuen Fans seid, yeah. Habe ich jetzt gerade meine Zuschauer mit Stechmücken verglichen? Das tut mir leid. Ihr seid sicherlich nicht wie Stechmücken, die mein Blut aussaugen. Das wollte ich nicht gesagt haben. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Als Kind hatten mich die Stechmücken immer furchtbar lieb und deswegen habe ich das dann irgendwann wohl eine Art, nicht Immunität, aber ich merke das einfach nicht mehr, wenn ich gestochen werde. Ich bin das einfach so gewohnt gewesen irgendwann. Und ja, daraufhin war das immer gut, aber jetzt hier in der neuen Gegend hat mich irgendeine Stechmücke gleich mehrfach an derselben Stelle erwischt. Und das zieht. Ganz furchtbar. So, Drache hat erstmal gesehen, dass wir es ernst meinen und der wird in der nächsten Runde meinen Schrein dafür hauen. Na gut, wenn er denn meint. Und dann geht ihr aber nochmal hin und gebt den Zwergen Erstgeborenen noch ein bisschen Bums. Und schön, habt ihr auch ein Level für bekommen. Sehr gut. Und ihr könnt euch auch schon mal so hinstellen, dass ihr dann ein bisschen Krawums machen könnt, wenn die Jungs ankommen. So, ich glaube, das müsste so ziemlich alles gewesen sein. Och, Gorschak, sei faul und tu nix, ist schon in Ordnung. Und ihr dürft eigentlich auch rumhängen, ihr werdet eh bald, so leid mir das tut, ihr werdet demnächst ersetzt. Haben wir jetzt alle, meine Güte. So, dann lasst mal sehen. Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, wir machen das jetzt mal so. Oha. Gut, das war eigentlich gar nicht so gefährlich, weil es eigentlich nur eine Einheit getroffen hat. Alter, sind diese Geier riesig. Okay, es hat zwei Einheiten getroffen, schätze ich mal. Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, piece of cake. Halb so wild. Okay, dann nimm das, du böser Drache, und gib uns Level vor allen Dingen. Sehr schön. Das hat schon mal ganz ordentlich was gebracht. Gleiches Spiel nochmal von dieser Seite. Den Drachen habe ich im Moment als das Hauptziel im Sinn. Und wenn der weg ist, kümmern wir uns um die Kollegen. Der hat jetzt noch 24 Leben. Und jetzt hat er die nicht mehr. Piu. Und da hat der Schrein sogar ein Level für bekommen. Wie schön. Und die Wyvern, die kriegt jetzt auch erstmal auf den Sack. Zack. Und, ach, die sind schon Level. Sind schon Level, genau. Die Leute sind schon Level. Die sind personifiziertes Level. Yeah. Okay, Luftelementar darüber. Schrein der Vernichtung hat schon Goldrang, hat schon Goldrang, hat schon Goldrang. Haben wir noch irgendwas, das keinen Goldrang hat? Ja, die Käfer. Nach vorne mit euch. Was mit dir? Schaffst du den? Ja, den schaffst du. Super. Gib ihm. Und genau, die hatten wir schon. Und ich glaube, vor den beiden habe ich tatsächlich nicht so viel Angst. Deswegen leveln wir dann.
Aha, oh, die haben Lebenraum. Boah, das war fies. So. 45 Le 40 Leben haben sie noch. Das 13, 26, 39 plus nochmal, das reicht. Gib ihm. Hat er ihn umgeboxt. Die haben schon Goldrang. Die sind, glaube ich, schon aufgestiegen, diese Einheit, diese Runde, ne? Diese Schlacht. Genau, die noch nicht, ne? Nein, dann gib ihm. Mal sehen, ob es reicht. Ich glaube schon, ne? Alter, sind die groß. So, haben wir's? Cool. Knochendrache weg. Schön. Folge fängt ja gut an. Oh. Spinny will auch Spaß haben. Und hat vor allen Dingen leveltechnisch sich echt gelohnt hier. Für ihn leider nicht, aber naja. Oh ja, hier, da liegt eine Schatzkiste. Die wollen wir natürlich haben. Ja, zwei langweilige Langweiler-Spinnen, die können wir einfach kaputti boxy. Ich weiß nicht, wer da jetzt mitmachen darf. Niemand, okay, dann stehen die da auch clever. Macht aber nichts. Macht uns gar nichts. Ich bin jetzt gespannt, was es da hinten auf der Karte gleich gibt. Und bis dahin müssen wir jetzt erstmal ein paar Spinnen aus dem Weg räumen. Tippeltappel, tippeltappel, tappel, tippel. Ich finde, das sieht ganz knuffig aus, wie die so laufen. Die wippen dabei immer so. Uiuiui. So. Das sind auch schon große Spinnen. Das sind nicht irgendwelche Babyspinnen, die gibt's ja auch, sondern das sind schon die ganz großen gefährlichen. Da muss ich echt aufpassen, dass nicht Kroschak so eine Scheiße macht wie das, was ich jetzt mit ihm mache. Ich wollte ihn nämlich eigentlich nur schießen lassen. Jetzt habe ich es natürlich verbockt. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie zusehen, dass wir da klar Schiff machen. Schadensabzug für Entfernung. Nee, dann machen wir lieber so. Zack und zack. Schade, dass sie dem Ding widerstanden haben, aber dann kannst du auch nochmal. Hast ja noch fast volle Leben, soll ja wohl halten. So, und jetzt gucken wir mal, was die Spinne macht. Die wird sich wahrscheinlich entscheiden, Groschak anzugreifen. Nee, nicht. Die kämpft mit meinem Luftelementar. Das finde ich gut. Dann kann das Luftelementar nämlich genau das tun. Nämlich leveln. Yeah! Cool. Mein Luftelementar levelt. Hat jetzt schon Bronzerang. Hey. Naja, immerhin. Besser als nichts, ne? Da. Damit ist es schon ein Veteran. Hat schon mal ganz viele Trefferpunkte. Und auf zwei Level gibt's noch. Naja. War gar nicht so schlecht. Hat jetzt auch mittlerweile schon mit 72 Leben ganz passable Stats, muss man mal so sagen. So, geh mal dahin. Level mal unsere aktuelle Erforschung ein bisschen weiter, genau. Und dann stellen wir uns da nochmal eine Runde hin und warten. Und in Everkin, ach du Scheiße, Hospital, das macht auch Laune ein bisschen besser, meine ich, ne? Sieht so aus, als hättet ihr das auch nötig. Ihr mögt mich nämlich auch noch nicht. Verstehe ich gar nicht. Warum mögt ihr mich alle nicht? Gut, weil wir euch gewaltsam eurem alten Herren entrissen haben. Das will mir gerade noch in den Sinn. Aber wir sind auch voll Töfte. Also, ihr müsst uns nicht hassen. Wir sind nett. Wir sind sogar die Guten. Ich weiß, ist schwer zu glauben, wenn man gerade gewaltsam einem neuen Lehnsherren oder so unterworfen wurde. Aber wir sind die Guten. Ist schon so. Und bei uns habt ihr es garantiert auch besser als beim Alten. Ist versprochen. Bei uns müsst ihr nur noch ein Achtel abzahlen. Ist kein Zehnt mehr, bei uns ist nur ein Achtel. Oder ein Acht. Oder wie man das dann sagen müsste, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so viel wie sonst. So. Heilige Kanalisierung Level 7, jawohl. Wir wollen die oberste, megaste, größte, heiligste aller Kanalisierungen haben. So, erstmal hier die Kiste aufmachen, gucken, was drin ist. Gold und Juwelen. Hier oben können nur zwei mit dem fighten. Okay. Die Käfer würde ich gerne noch versuchen zu leveln und das Luftelementar. Das heißt, ihr müsst wieder warten, aber ihr seid auch schon sehr gut durchgelevelt. Zumal allerdings du noch hier mitspielen darfst. Dann haben wir noch einen mehr, der es leveln kann. So, so. Hallo, lieber Aasgeier. Wie geht es euch? Hattet ihr einen guten Tag? Seid ihr gut zurechtgekommen? Geht's euch gut? Ja, wenn ihr nicht so gesprächig seid, dann kann ich es jetzt auch nicht ändern. Das tut mir leid. Ich hab's gut gemeint. Ich habe euch auch einen Kaffee und einen Kuchen mitgebracht. Aber gut.
Oh ja, der setzt sich direkt vors Luftelementar, so als wenn er ihm gleich die Herausforderung an den Kopf werfen will. Bitte, bitte. Hier ist irgendwas. Was? Große Wiederbelebung. Alle Leichen, gestorbene... Ach, das habe ich schon mal gehabt. Das gilt aber, glaube ich, nicht für die... Aasgeier selbst. Mhm. Ja, sie bringt ihn nicht um, dann können die Käfer so... Zack, zack. Und nochmal zack. Und jetzt die Käfer. Hau drauf, jawohl. Einer weniger. Kommen die jetzt wieder? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Habe ich jetzt gedacht, dass die wiederkommen, aber tun sie nicht. Das ist ein bisschen sehr viel, was du denen da tust. So. Und vielleicht so. Wusch und wusch. Und du schaffst den doch bestimmt jetzt, ne? 3x12 bis 18. Boah, das passt, glaube ich. Ich habe jetzt nicht gerechnet, aber es sieht sehr gut aus. Ne? Genau. Die haben zwar noch irgend so einen Heilquatsch, aber sollen sie haben, ist mir egal. Pieks. Und hier hinten haben wir noch irgendwen, der leveln muss. Ja, diese Käfer. Hin mit euch. Lasst euch angreifen. So, Runde beenden. Guck mal hier, da, lecker Käfer. Käfer. Meinetwegen auch die, die haben dafür ein Level gekriegt. Und dann machen die euch kaputt. So, macht kaputt, was euch kaputt macht. So. Alles gut gelaufen. Alle Leute, die Erfahrung haben sollten, haben welche gekriegt. Hat nur einer gelevelt, aber immerhin. Spukfriedhof wird nach Entdeckung erkundet. Na, was gibt's da Spannendes? Arme des Azrak-Avatars. Legendärer Schmutz. Schmuck. 100% Feuerschutz und kann über Lava gehen. Geil. Wer kriegt denn das? Wo gehört denn das hin? Schmuck. Sundren. Sag mal, hast du schon überall Schmuck? Oh ja, Sundren hat ja alles. Das ist auch Schmuck. Damit hat sie Resistenz, Sichtweite und ist in der Lage, getarnte Einheiten zu sehen. Und damit hat sie Regeneration. Das ist ganz gut. Brauchen wir unbedingt die eine Resistenz und getarnte und unsichtbare Einheiten zu sehen, wenn wir dafür auch einen Feuerschutz von 100% haben können. Ich glaube, in Anbetracht der ganzen Flammenpanzer und so und der Tatsache, dass die immer aggressiv gespielt wird, gebe ich ihr das mal. Nomlik hat, glaube ich, auch schon so ein Blinke-Ding. Ja, hat er auch. Wie ist denn das mit Gorschak? Mal ganz kurz gucken. Kann ich nicht. Schließen wir mal ganz kurz. Gorschak, hast du schon überall Blinke-Dinger? Du hast auch schon alle Blinke-Dinger voll. Wir haben sogar schon so ein Ding doppelt. Und dreifach. Okay, Nomlik, nimm's halt mit. Aber brauchen tut's halt echt irgendwie keiner mehr. So, hier hinten ist nichts mehr los. Dann würde ich jetzt ja glatt sagen, können wir hier, Moment, hier irgendwie langlaufen einfach? Können wir tatsächlich. Müssen wir hier irgendwie mitten über die Berge laufen oder hier oben rum vielleicht? Ich glaube, da kann man lang. Okay, dann treffen wir uns mal alle hier. Ja, ich sagte gerade, wir treffen uns alle hier irgendwo. Und du, für dich gilt das Gleiche. Wir treffen uns alle hier irgendwo. Und das sollte jetzt wahrscheinlich relativ schnell gehen. Ja, macht mal, die bewegen sich dann schon von selber. Die wissen ja, wo es lang geht. Ja, mach mal. Da kommt es jetzt nicht mehr drauf an. Jo, handelsgut. Gebannt die große Säuberung, voll ungut. Ja, geh mal dahin und warte, bis dein neuer Chef da ist. Der braucht ein bisschen länger. Der ist nicht der schnellste. Ja, und da kannst du dann campen. Und du... Ja, komm. Mach's ihnen doch so einfach, wie es nötig ist. Wie es möglich ist. Und mach da noch eine Straße so weit, wie es geht. Das passt dann schon. So. Und Armeebewegungen bestätigen wir mal wieder. Einmal die hier. Einmal die hier. Und einmal die hier. Machen wir auch noch ein bisschen schneller. Plim, 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 plim. Hier können wir ein Hospital bauen, dann mögt ihr mich auch wieder. Hospital macht doch auch glücklich, Anna. Ja, mhm. Meine Güte, mögen die mich nicht. Also das ist schon krass, wie sehr die mich nicht mögen. Machen wir bis dahin eine Straße. Weiter muss auch nicht. Das reicht. Hauptsache, der Typ, der da hinten steht, kann
schneller laufen, so, und dann kannst du Pause machen. Ja, steh rum. Haben wir ein paar zu viel produziert, ist nicht so schlimm. Und so, den Turbo angemacht. Heilige Säuberung, ist noch eine durch, alles klar. Huch, nein, das wollte ich nicht, ich wollte erforschen. Oh, jetzt können wir keine heilige Säuberung mehr machen, na toll. Gebannt, Gebet für die Verletzten, nö, ist nicht. Bauen, machen wir gleich wieder neu. Puh. Und hier, Gebiet des Winters. Hatte ich das schon gezaubert? Weiß ich gar nicht. Das da wollte ich nochmal haben, so. Ja, schneller. Schneller, schneller, wir haben doch keine Zeit. Dahin. Und erstmal warten. Wir sind schon fast da, ist ja spannend. Flump. Geh mal dahin. Du, gliedere den einen Zwergenschmiedepriester wieder aus. Achso, kannst du diese Runde nicht. Okay, machen wir nächste Runde. Alles klar. So. Blub, 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 blub. Der Typ soll da wieder hin. Huch, ich sagte, der Typ soll... Hallo? Gut, wählen wir erst ein Talent zum Erforschen, gehen wir nicht auf den Nerv. So, jetzt aber. Der Typ... Ach, hat er schon, hat er verstanden. Hat er auch gemacht, hat er mir nur nicht gesagt. Dann der tolle Wagen, der zwar total toll ist, aber eben nicht fliegen kann und die Jungs können es. So, ihr seid jetzt der neue Verband an Leuten. Ist das nicht schön? Okay, so. Everkin. Großen Palast. Macht euch glücklicher, ich weiß es wohl. Glücklichkeit. Glücklichkeit kennt keine Grenzen. Glücklichkeit kennt kein Pardon. Oder so ähnlich. Ne? Ist es doch irgendwie. So, wartet mal auf den Chef. Meine Güte, habt es doch nicht immer so übermäßig eilig. Du machst da mal kurz Pause. Chef, geh mal hopp. Geh mal hopp. So, jetzt machen wir Zug mal beendet. Ist gut. Dip, dip, dip. So, jetzt machen wir hier ganz viele Sachen. Ja, ja, großer Palast, damit die mich wieder ein bisschen mögen zumindest. Jetzt haben sie schon wieder mir irgendwas gebannt, ey. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich zauber das schneller, als du das bannen kannst. Was hat er denn gebannt? Geweihte Stätten. Wo ist denn das? Ich habe hier geheiligt. Ach, da ist geweihte Stätten. Haben wir gleich doppelt. Ein geheiligtes Gebiet. Ist eine verbündete Stadt, ne? Wir hatten doch noch irgendeine... Ach, wir können ja jetzt auch mal hier Armageddon und so... Armageddon. So. Jetzt beginnen wir die Invasion. Ich hoffe, dass diese drei Truppen dafür reichen, die ich hier habe. Der erste Schritt wird schwierig, das weiß ich wohl, weil wir erstmal über eine Bergkette laufen müssen, aber okay. Ja, du hast natürlich wieder Übermut ohne Ende, das habe ich schon mitbekommen und ihr auch, aber der Chef halt nicht. Der Chef ist halt lahmarschig. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ich glaube, das ist dann diesen blöden Prediger, den er da mit hat. Den hätte ich eigentlich auch mal irgendwann austauschen können, aber jetzt hat er den halt und da muss das auch mal akzeptiert werden von den anderen, dass der nicht der Schnellste ist. Der bringt immerhin, ne, der ist nett und der predigt auch immer ein bisschen was, wenn sie auf Reisen sind. Das macht auch ein bisschen Abwechslung und das wäre ja auch langweilig, wenn man sowas nicht hätte, ne? So, wieder ganz viele Sachen und wieder Talent erforscht. Jetzt passiert ja auch halt eine ganze Menge immer auf einmal in so einer Folge, ne? So, Chef ist der langsamste. Chef geht deswegen als erster. Und zwar am besten nur nach hier. Obwohl, er kann auch noch nach hier. Oh, guck mal da. Da ist irgend so eine tolle Höhle. Noch so ein Castle Grayskull. Dahin bitte. Was bist du? Verlies. Erkundet. Okay, das ist tatsächlich noch so ein Castle Grayskull. Davon hatten wir schon eins. Aber hier benötigt immer noch Befehle. Ja, meine Güte. Der ist ja hyperaktiv, der Junge. Das ist ja schlimm. So, dadadadadadad. Na, Sanftmut oder Verbannung? Wir machen mal Verbannung zuerst. Okay, Kollege kommt hier hin, das ist gut. Dann soll er das mal machen. Wir suchen immer ein Feld, wo wir drei nebeneinander stellen können. Ebenso wie hier, Gewand, Gebet für die Verletzten, ist ja gut. Bann das. Oh, der Effekt ist ja geil. Habe ich jetzt natürlich verpasst, schade. Egal. Gebet für die verletzten Geländeflugen. Mhm. Alter, wie viel Zauber ich hier mittlerweile auch hab, ne? Da, Gebet für die Verletzten, alles klar. Bin ja mal gespannt, hast du noch ein Feld-Movement? Ja, hast du. Habt ihr noch eins? Nee, hast du noch eins? Hoffe ich jetzt mal. Gut. Zack, zack.
Und letztes Talent erforschen, sehr schön. Hab ich doch gerade. Hilfe! Mein PC verwirrt mich. So, hab gerade so minimale Verzögerung. Ich sage ihm irgendwas und ihr habt das ja gerade gesehen, dann hat er es nicht gemacht. Der braucht immer eine Sekunde länger, als ich da momentan gerne möchte, dass er braucht. So. Dann gehen wir doch mal gucken, was er in dieser Stadt so an Einheiten hat, ob sich das lohnt. Oh ja. Oha. Oha, gucken wir mal rein. Das ist tatsächlich alles voll, das nicht mehr so. Okay, hier sind natürlich Chirps dabei, die können nix. Zwergen-Auserwählte, die sind natürlich alle nicht gelevelt, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Das ist dann natürlich noch ansatzweise okay. Hier sind nochmal zwei Menschen-Auserwählte, die aber auch noch nicht so besonders viel drauf haben. Also einfach wird das auf jeden Fall nicht. Das können wir schon mal festhalten. Du kommst nach da. Du kommst nach da und du kämst nach da. Und dann könnten wir den hier angreifen. Und der würde die beiden mit reinziehen. Schade. Können wir auch den angreifen? Ja, aber dann würde der die drei mit reinziehen. Das wäre scheiße. Wir könnten uns auch rumschleichen und versuchen, den da anzugreifen. Das wäre natürlich besser noch. Aber ich glaube, das müssen wir alles gar nicht so kompliziert machen. Ich glaube, wir versuchen das schon dann quasi so. Oh, da kommt noch wieder eine Galeone mit Nachschub. Oh ja. Oh, mit dem Chef persönlich. Oho. Könnten wir den jetzt noch angreifen? Ja. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich beende an dieser Stelle auch mal die Aufnahmesession. Ich hoffe vielleicht, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Ich gehe davon aus, dass ich die nächste Aufnahmesession das Problem mit dem Hall noch nicht im Griff habe, aber ich arbeite trotzdem, wie gesagt, weiter dran. Ich bin die Zementente. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr zugesehen habt. Ihr dürft jetzt noch zusehen, wie ich speichere. Und während ich das tue, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn dem so war, dürft ihr gerne ein Dankeschön auf meinem Channel in irgendeiner Form dalassen. Und ansonsten freue ich mich aber, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis zu eben jener nächsten Folge wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.